wir sind von der Blickwinkel-Redaktion und wir führen heute ein Interview mit Hugo Höllenreiner. Als welche Art von Mensch würden Sie Josef Mengele bezeichnen? Mengele und König waren mit die Schlimmsten, was gegeben hat. Wenn die reinkamen, das Tor aufgemacht worden ist, hat es nur geheißen Dr. Mengele, und da war alles heraus vor die Baracken gestanden, die waren alle im Fünferreihen da gestanden. Wenn der Mengele durch ist, das war schlimm, schlimm. Und irgendwie hat er mich genommen. Ich war vorne dran gestanden. Mein Bruder, mein Mann Manfred, der war anderthalb Jahre älter wie ich. Und viele andere Kinder hat er dann mitgenommen. Der hat an den Kindern Experimente gemacht, der Mengele. Das wussten wir auch, was er macht. Aber was er alles tut, das merkst du erst, wenn du dann in seiner Station bist. Leute, die um reinkamen schon, die gelegen sind, die voll Blut waren, die nur gesehen haben, wenn sie uns gesehen haben, wie wir reinkamen, dass sie nur mit dem Kopf geschüttelt haben, als wie, Vorsicht, es ist schlimm hier. Und waren da so ab, wie so Bettstellen waren dort, die da rein müssen. Und ich wollte, was meine Brüder, mein Bruder in der Nelo ist, aber der war auch weg. Und dann kamen sie dann an, raus, her, dann hast du laufen müssen, Stück, dann ausziehen. Wir haben halt nichts zum Ausziehen gehabt. Die Lehre, wo du gehabt hast, ausziehen, hinlegen. Dann haben sie da Experimente gemacht. Ich kann euch das gar nicht erklären, was sie alles getan haben. Wenn Sie Mengele jetzt nach all den Jahren auf der Straße wieder treffen würden, was würden Sie denn, reagieren? Kann man schlecht sagen. Man kann es schlecht sagen. Vielleicht wird mich ihn umbringen, ich weiß es nicht. Ich war noch nie dafür, dass man einen Menschen umbringt. Aber wenn ich weiß, der wäre es da, ich kenne mich da nicht. Ich weiß dann nicht, was ich tun werde. Ich würde ihn wahrscheinlich, wenn es geht, noch so schlagen, dass er stirbt. Oder ich weiß es nicht. Das ist schlimm. Wenn so ein Mensch, der würde dich und deine Familie fertig macht, es ist unbeschreiblich, dass man darüber nachdenken kann. Leute, wir haben gesehen manchmal, wenn irgendwie ein Toter da gelegen ist und er hat seine Faust, darf ich mal bitte, die Faust zugehabt, dann wussten wir, irgendwie ist da was drin. Und wenn das keiner gesehen hat, sind wir dann hin, haben dann die Faust probiert aufzumachen, aber das war zu fest. Haben wir probiert mit Eisenstücke, dass wir es aufgemacht haben. Und was da drin war, haben wir so gegessen. Ich kann es nicht beschreiben, was Hunger und Durst ist und was man alles tut, um weiterzuleben, kann man nicht beschreiben. Glauben Sie, dass Sie die damals geschehenen Ereignisse je ganz verarbeiten können? Ja, es ist heute noch nicht verarbeitet. Es ist eine kurze Frage, aber ich muss ja das sagen, man kann es nicht verarbeiten. Was war, wenn man sieht, dass deine eigenen Leute umgebracht werden vor dir und es ist unbeschreiblich. Man kann es nicht sagen, wie es wirklich war, wie es da drin ausschaut. Und es wird auch nie mehr rausgehen. Ich habe es auch probiert. Ich will nicht mehr nachdenken. Ich will nicht mehr. Ich will schlafen. Ich will nicht mehr. Nein, nein. Irgendwie ist es drin, was man alles gesehen hat, dass Leute umgebracht vor dir werden, Kinder mit dem Fuß genommen, auf der Wand geschmissen, dass der Mark an der Wand von den Kindern. Hatten Sie dann während Ihrer Zeit im KZ schon mal den Gedanken, sich umzubringen? Nein. Weil deine Geschwister und deine Mutter und dein Vater, die helfen dafür. Du denkst, die leben noch und ich muss schauen, wo sie sind. Ich gehe nicht vorher, ich will da sein. Und so ist es dann auch, man bleibt da. Egal wie es ist. Und wenn man ein Stück Chirurgie hat, das isst man da, oder man gibt es den kleinen Bruder noch hin, oder man gibt es den... Man probiert zu leben. Und das ist schlimm. Aber wir haben trotzdem überlebt dann. Fühlten Sie sich damals Ihrer Menschenwürde beraubt? Die Menschenwürde? Man hat keine Würde mehr, gar nichts mehr. Man ist nichts mehr. Man ist nur noch der Mensch in dir drin. Du kämpfst nur, dass du weiterleben kannst. Du kämpfst,
dass deine Geschwister, deine Eltern, deine Leute wieder sehen willst, das ist dein Kampf, wo du drin hast. Und das geht auch nie raus. Glauben Sie an ein Leben nach dem Tod oder haben Sie das vor Ihrer Zeit im KZ daran geglaubt? Ich habe es nicht vor. Ich glaube, ich weiß, was ich mitgemacht habe. Und dass ich jetzt schon drüber dran nachdenke, dass ich da sterben muss jetzt. Und wie es dann später ist, ich weiß nicht, das kann man nicht beschreiben. Wollten Sie damals für sich oder eher für Ihre Familie überleben? Familie ist, wo du kämpfst dafür. Wenn du auch sie mit Monate nicht mehr gesehen hast, du kämpfst nur, dass deine Familie mal wieder siehst, dass du bei Erna bist, ob sie was brauchen, ob ich vielleicht was tun kann für Erna. Das ist in deinem Kopf drin, dass deine Familie mal wieder da ist. Und aus welchem Grund sind Sie hier nach Ingolstadt gezogen? Ja, wir waren vorher in München. Wir haben unser Haus in München gehabt. Wir haben unsere Pferde in München gehabt. Mein Vater hat einen großen Pferdestall gehabt. Wir haben 17 Pferde gehabt. Mein Papa war kein reicher Mann, aber wir haben einen Pferdehandel gehabt in der Deisenhofener Straße. Es war unser eigenes Haus, unsere eigene Stallung mit Pferden. Und für uns war das das Höchste, was gegeben hat. Ja, ich glaube, dass ich jetzt da bin, dass ich meine Familie, wo ich noch habe, die wo da ist, das weiß ich und das freut mich auch. Aber was wir mitgemacht haben, kann ich nicht erklären. Geht nicht zum Erklären. Dass ihr misschauen, dass so etwas nicht mehr wieder passiert. Nicht wir jetzt, sondern ihr Mädchen. Ihr wachst jetzt mit auf. Ihr könnt es weitergeben. Wenn es all die Leute heute hören, ja, das glaube ich schon, aber das haben sie morgen vergessen. Aber ihr vergesst sowas nicht. Und es muss weitergegeben werden, dass so etwas nicht mehr wieder passiert, dass Leute, die nichts getan haben, umgebracht werden. Und das müsst ihr kämpfen dafür. Also sollt ihr machen, wissen Sie? Als Sie dort ankamen in einem Lager, wie haben Sie sich dann gefühlt? Was haben Sie gedacht? Wie bei was? Als Sie zum Beispiel in Auschwitz ankamen, wie haben Sie sich da gefühlt, als Sie das sahen? Haben Sie da gedacht? Die Ankunft alleine. Man schaut ja nur, wo Mama, wo Papa ist, weil meine Geschwister sind. Ist egal, wo wir dann sind. Irgendwie wärst du von dort weggetrieben, woanders hin. Dann versuchst du, deine Familie wieder irgendwie einzufangen. Dann bist du irgendwie in einem Block wo drin. Wo bist du denn? Es gibt nichts zum Essen, nichts zum Trinken. Haben Sie das Gefühl gehabt, dass die SS die verschiedenen Gruppen jetzt da im KZ, dass sie die irgendwie anders behandelt haben? Oder? Da gab es keine andere Behandlung. Nicht. Da gab's, das waren Sinti, also Zigeuner, und die waren alle in einem Ding drin. Da hat sich keiner rausmelden können, ich bin der oder ich bin der. Nein, das waren 100 Leute da, und bis man geschaut hat, waren die 100 Leute bald tot und da genauso. Man hat nur überlebt. Probiert überleben, deine Geschwister, deine Leute, wo du brauchst sie, und es ist das, was dich am Leben hält. Und das, als Sie da auch gemerkt haben, dass die SS die Leute auch vergast haben, haben Sie dann Angst um sich gehabt? Ich kann das ungefähr so beschreiben, das war unser KZ-Lager Auschwitz. Und wenn der Zug hierher kam, da haben die Leute aussteigen müssen und haben hier laufen müssen. Laufen müssen bis dorthin. Und vorne, das hat nicht ausgeschaut wie eine Mordstelle, sondern hat ausgeschaut wie ein großes, das irgendwie dort gewaschen werden oder irgendwie sowas ähnliches, dass sie dort gereinigt werden. Und das war so im Kopf drin, als wieder, ihr müsst zur Sauna, ihr müsst zu waschen. Und wenn sie dort hinkamen, war das Tor da, hinter dem Tor rüber und hinter dem Tor war das Krematorium. Man hat von dort weiterlaufen müssen. Man hat alles gesehen von unserem KZ-Lager aus. Dann haben die Leute laufen müssen, um in Fünferreihen, irgendwie, wo wie eine große Halle war das. Das ist zugemacht worden und man war ruhig. Man hat nur gesehen, man hat nichts gehört von Schreien, als wie Hilfe, gar nichts. Man hat nur gehört, war alles von dort ist dann der Rauch, haben wir dann hingesehen, wie der dann hochgestiegen ist. Wenn wir dann gemerkt haben, es geht kein Rauch mehr raus, waren da tausende Leute, wo dorthin kamen und die wurden dort verbrannt und vergast worden sind. Und wir waren noch hier und das waren die, wo die Leute noch gebraucht haben.
Papa war beim Militär vorher, den brauchen sie. Dann brauchen die einen guten Arbeiter, haben sie auch gebraucht. Aber und sie, die, als Kind? Hm? Sie als Kind, hat man sie auch gebraucht als Arbeiter? Wenn mich? Ja, als Kind. Ja, ich war trotzdem 9 Jahre alt, aber ich habe mich um 3 Jahre älter gegeben, war 12, habe ich gesagt, bin 12 Jahre alt, war ich gar nicht, ich war 9. Man hat, wie alt? 12 Jahre. Und kannst du, ja, ich kann arbeiten, und ich, mein Bruder noch und mein Papa, Mama, wir haben dann arbeiten müssen dort. Und das war für uns das Weiterleben. Haben Sie damals auch von den medizinischen Versuchen von Mengele jetzt mitbekommen oder von anderen? Man hat ja nur gehört, was er alles getan hat. Auch bei mir hat er was getan. Ich wollte es euch nochmal gar nicht erzählen, aber der macht, hat einen auf, man hat sich hinlegen müssen. Man hat sich ausziehen müssen und mein Bruder war vorher schon drin. Mein Bruder war vorher drin und irgendwie kam er wieder raus. Ich habe, was er gewusst hat, was er gemacht hat, gemacht worden ist für ihn, wusste er nicht. Er war bewusstlos da gelegen. Sage ich, Manfred, hat's wehgetan, Manfred, hat's wehgetan. Da hat er mich angeschaut. Ich habe gesagt, nein. Aber es hat wehgetan. Das hat er mir dann später erklärt, dass er nur noch bewusst mich gesehen hat. Und weil er es gesagt hat, nein, dachte ich mir, gut, dann werde ich auch das schaffen. Ich bin dann da auch durchgekommen. Als Sie befreit wurden aus dem KZ, was war denn das Erste, was Sie getan haben? Das Erste, wahrscheinlich tief Luft geholt. Ihr wisst nicht, was es ist. Wenn einer bald über 2 Jahre täglich den Tod vor die Augen sieht und man weiß, jetzt wärst du frei, dann bist du kein Mensch mehr, da bist du wie ein Engel, da bist du alles, du würdest alles tun, das ist, kann man schlecht beschreiben.